Ja, hallo liebe Freunde, ich stehe hier am Col des Reis auf Mallorca in einer Höhe von 682 Meter. Wer hier schon mal war, der weiß, hier geht es bergab nach Sacalobra, die Kultstraße. Knapp 10 Kilometer sind es von hier, 700 Höhenmeter, schöne Serpentinen runter. Aber wer da runter fährt, muss hier auch wieder hochkommen. Ich habe unten an der Abzweigung an der Hauptstraße eben auf Instagram gefragt, was soll ich tun? Turnaround oder Epic Shit? Ihr habt euch mehrheitlich für Epic Shit entschieden, also machen wir jetzt Epic Shit. Ich fahre mit euch darunter. Viel Spaß dabei.
Weiter geht's. So, das war der kurze Besuch in Sacalobra. Zeit für ein Eis und natürlich einen Kaffee con Leche. Und jetzt geht's wieder hoch. 700 Höhenmeter, schöne Serpentinenstraße, wunderbares Wetter. Ich habe die Kamera wieder an. Viel Spaß dabei.
Da sitze ich nun am Straßenrand. Kann gerade nicht mehr. Ich muss schon zweimal absetzen hier. Von Zacalobra wieder nach oben. Ja, scheint irgendwie nicht so mein Tag zu sein. Wenn ich in 10 Minuten noch sitze und noch wieder ein Auto kommt, dann halte ich das mal an. Meine Güte. Puh. Überzockt, würde ich mal sagen. Scheiße. Ja, ein episches Szenario hier am Anstieg von Zacalobra zurück in die Tramuntana Berge. Ich habe jetzt 8 Kilometer von unten gefahren und mache gerade meine 7. Pause. Ich habe solche Krämpfe in den Oberschenkeln. Boah, voll nicht mein Tag. Ja, irgendwie gestartet wie ein Tiger, geendet wie ein Bettvorleger. Hier fahren immer noch welche runter. Die wissen noch nicht, was da kommt. Das fiel mir schon mal leichter, aber naja gut. Aller Anfang ist schwer. E-Mail ging raus. Danke, habe ich Wechsel bekommen. Des Promedes, ne? Ja, danke, habe ich schon gesehen. Ich habe schon Mails bekommen mit Bildern von mir hier. Es ist eh cool, wie viel Solidarität hier herrscht, wie viele Leute mir schon helfen wollten, aber ja, da muss ich jetzt selber hoch. Da oben, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, da irgendwo, da muss ich hin. Mir geht so ein bisschen der Kreislauf. Immer wenn ich aufsteige, dauert es einen kleinen Moment, dann geht es wieder 500 Meter gut und dann machen die Oberschenkel dicht und joa, wollen wir mal gucken, was das noch so wird. Aber ich werde das schaffen und ab dann geht es ja eigentlich nur noch bergab und dann werde ich mich schön in mein Bettchen legen und ein bisschen Pause machen. Ciao, ciao. Ja, da kommen wir her. Ich habe euch epic shit versprochen. So richtig shitty fühle ich mich auch gerade. Noch 200 Meter bis oben. Vielleicht sind das noch so 40 Höhenmeter. Kommt das hin? Ja, kommt hin. Vielleicht auch nur 20. Hab's geschafft. 8er Zwischenstopp hier. Habe ich mir anders erhofft. Ich bin eine Stunde 45 unterwegs von unten. Jetzt kommt auch ein Krampf im Hintern. Eieiei. Ja, ich suche mir dann gleich die Abfahrt mit den wenigsten positiven Höhenmetern bis zum Hotel. Es sind so 40 Kilometer. Das werden wir irgendwie noch schaffen. Das habe ich mir ganz anders vorgestellt heute, aber naja, gehört dazu, dass die Tage auch mal nicht so ganz rund laufen. Irgendwie nur wer scheitert, kann auch am Ende irgendwie wieder aufstehen. Ist wie beim Laufen lernen. Ja? Man muss oft genug auf die Nase fallen, bis man es kann. Und heute war so ein Auf-die-Nase-Falle-Tag. Aber naja, den werde ich mir merken, den Tag. Den merken sich auch meine Muskeln. Oh, mein Hintern. Scheiße. Ich radel mal die 200 Meter da hoch, dann geht es ein bisschen bergab. Und dann gibt es da irgendwo wieder einen Kaffee, da werde ich ein bisschen Energie aufladen. Und dann nach Hause rollen und mich schön ins Bett legen. Macht's gut. Ciao, ciao. Aua.